dann auch direkt weiter jetzt hier mit unserem finalen Block, mit unserem nächsten Block. Wir behandeln und blicken jetzt in die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel. Darum geht es ja heute den ganzen Tag. Und da freuen wir uns jetzt auf den Vortrag, der da heißt Nachhaltigkeit als Werbetreiber in der textilen Lieferkette. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, Rolf Heimann begrüßen zu können, der CEO der Hessnatur Stiftung. Und als Vorstand leitet der Experte für angewandte Nachhaltigkeit seit 2014 strategisch sowie operativ die Geschäfte der Hessnatur Stiftung. Herzlich willkommen, Herr Heimann. Werde ich meine Stumm-Dings mal eben aufheben und dann schnell hier mal. Jetzt sind Sie da. Herr Heimann, ich muss sagen, für mich ist das, ich weiß, Herr Diepholz hat es auch am Anfang schon gesagt, total emotional, dass Sie heute hier sind, weil tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit auch durch Hessnatur in mein Leben kam. Vor vielen, vielen Jahren das erste Mal, dass ich irgendwie faire Mode wahrgenommen habe, war von Hessnatur. Deswegen ist es richtig schön, dass wir Sie hier auch in der Runde begrüßen können. Und mit Ihnen haben wir natürlich auch am Ende ein Q&A geplant. Wenn es Fragen gibt an den Herrn Heimann, wenn es Fragen gibt zum Vortrag, dann gerne währenddessen in den Chat reinschreiben und dann tauchen wir jetzt einfach direkt ins Thema ein und ich übergebe Ihnen das Wort. Ja, wunderbar. Ich freue mich tatsächlich auch, dabei sein zu dürfen. Ich habe den ganzen Vormittag spannend reingehört, war heute klasse auch mitzubekommen, wie praktische Beispiele aus dem Design. Dann habe ich mich gefreut, Frau Tischner mal wieder zu sehen. Schade eigentlich nur virtuell, aber gut, damit müssen wir ja alle im Moment leben. Frau Tischner hat sich ja als Pionierin bezeichnet und so würde ich mich dann jetzt auch bezeichnen wollen. Bin ja auch schon über 30 Jahre in dem Thema Nachhaltigkeit unterwegs. Hat früher mal eine Farbenfirma geleitet, aber dann tatsächlich 2002 bin ich ja dann zu Hessnatur gekommen und habe da viele Jahre den Bereich Nachhaltigkeit, Corporate Responsibility und Materialentwicklung geleitet. Habe in der Zeit dann auch noch einen Studiengang in Berlin aufgebaut, Sustainability in Fashion. Und und seit 6 Jahren gibt es jetzt dann die Hessnatur Stiftung. Da will ich ein, zwei Sätze zu sagen, weil wir ein bisschen ungewöhnlich sind in unserer Arbeitsweise. Unser Institut hat auf einmal auf der einen Seite den ideellen Bereich tatsächlich, wo wir entsprechend Events, Konferenzen und so weiter, Vorträge, so auch gerne heute natürlich aktiv dabei sind. Aber auch viel mit Hochschulen arbeiten. Aber die Satzungsintention ist eben auf der B2B-Ebene eben angewandte Nachhaltigkeit zu vermitteln. Deswegen machen wir sehr viele Trainings und Workshops. Ich glaube, dass wir dieses Jahr über 1.000 Menschen geschult haben aus dem Business-Bereich. Da können wir schon fast ein bisschen stolz sein. Genau, und unser Geld verdienen wir im Bereich von Unternehmensberatung auch im Bereich individueller Nachhaltigkeitskonzepte. Und da wurde ich jetzt gebeten, heute mal über Nachhaltigkeit und über Nachhaltigkeit als Werttreiber zu sprechen. Ich mache das tatsächlich dann gleich am Beispiel Textil. Während wir jetzt teilweise ja die verschiedenen Handlungsebenen heute angesprochen haben, also dass wir sagen, ganz praktische Beispiele gehört haben, auch schon spannend auch tatsächlich auch mit einigen Mythen. Den Begriff von Ihnen, Frau Gerhardt, fand ich und Frau Tischner fand ich dann auch nochmal spannend, wo Sie so von diesen Ökomythen, Kunststoff versus Papier und so weiter. Das braucht tatsächlich dann ja im Grunde, wenn wir jetzt mit Unternehmen zusammenarbeiten und denen ein angewandtes Nachhaltigkeitskonzept erstellen oder ihnen dabei helfen, das zu erstellen, geht es tatsächlich immer darum, dass man sagt, naja, es ist irgendwo individuell, es ist aber natürlich auch irgendwo eingebettet und wie kann das für dich aussehen? Und da wollte ich mit Ihnen nicht erschrecken, machen wir ganz schnell, aber nochmal 4 Schritte zurückgehen. In den 90er Jahren hat man tatsächlich von
Ökologie gesprochen. Als ich dann in den 80er, 90er Jahren angefangen bin, da haben wir so Definitionen im Grunde mehr auf der Basis von Human- und Umwelttoxikologie gehabt. Und dann tatsächlich erst so in den Unternehmen um 2000 rum gab es dann diese Bewusstseinserweiterung in der Richtung, dass man sagt, naja, unter welchen Arbeitsbedingungen wird es dann hergestellt. In der Wissenschaft haben wir dann diesen Triple Bottom Line aus Ökologie, Ökonomie und eben dem CSR-Bereich sozusagen erweitert, wobei dann übrigens ja dieses Corporate Social Responsibility auch oft falsch übersetzt wird. Es ist eigentlich nicht eine soziale, sondern eine gesellschaftliche Verantwortung. Und in meiner Tätigkeit bei Hess Natur, ist ja heute Morgen auch schon das Unternehmen angekündigt worden als einer der Pioniere. Und schon bei Hess Natur, jetzt aber in den mehr als halben Jahrzehnt in der Stiftung, haben wir uns sehr intensiv dem Thema einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsbetrachtung gewidmet. Es ist ja in den letzten Jahren diese ESG-Sichtweise auch noch damit dazugekommen, dass man sagt, also Nachhaltigkeit über Ecology, Social und die Governance-Themen, da kommen wir gleich nochmal hin. Und diese holistische Nachhaltigkeit, da habe ich schon vor Jahren dann eine Matrix entwickelt, die sich, das ist im Grunde ein lebendes Modell, was sich immer weiterentwickelt, was tatsächlich die drei Hauptsäulen, Produkt, das Unternehmen selber, aber auch den Konsumenten mit dabei hat. Und diese vier Säulen, das schaffen wir jetzt nicht, uns die im Detail anzugucken, die zeigen aber, dass so die unterschiedlichen Aspekte eine große Wichtigkeit haben. Also wenn wir heute ja sehr viel über nachhaltiges Design und Designprinzipien sprechen, ist es dann tatsächlich da die linke Säule der nachhaltigen Produktentwicklung. Und das habe ich in meinem Studiengang, den ich damals bei der ESMOD vor 10 Jahren mit der Friederike von Wedel aufgebaut habe, war ganz klar, die Designerin abzuholen. Das war eine ganz frühe Erkenntnis schon vor 10 Jahren, dass im Grunde die Wertschöpfungskette, wie wir es heute schon ganz oft gehört haben, natürlich beim Design anfangen. Und dann wo ich also als Designerin, Sie sehen mir nach, dass ich viele textile Beispiele nehme, wenn ich als Designerin also den Auftrag vom Category Manager habe, für die neue Kollektion einen Rock zu designen, dann habe ich ganz viele Aspekte, die ich da berücksichtigen kann, über das Material, über Baukasten, Wardrobe-Systeme, über Farbgebung, über Toxikologie, also Aspekte, die wir eben in den Slides davor ja auch schon vernommen haben. Also von daher ist wichtig, dass eine Designerin da schon das Bewusstsein und die entsprechende Vorbildung hat. So, und dann geht es natürlich dann weiter in die nachhaltige Produktion, unter welchen Arbeitsbedingungen toxikologisch, Sozialstandards wird produziert. Und so bauen sich sozusagen diese 7 Säulen auf. Und bei den Unternehmen arbeiten wir sehr stark mit dieser Matrix. Sie müssen aber wissen, man kann diese Säulen in der Regel nicht zu 100% füllen, sondern man muss sich so bestimmte Grundlagen, die zu vereinen sind, die was weiß ich, über gesetzliche Anforderungen dann hinausgehen sollten. Und dann wird man brandspezifisch bestimmte Punkte für sich eben stärker herausarbeiten. Und das heißt also, diese Matrix benutze ich mit den ganzen Unterpunkten, die da drunter sind. KPIs hatten wir vorhin auch schon gehört. Also mit Indikatoren kann ich die versehen. Also wenn ich sage, nachhaltige Produktentwicklung, kann ich an der Stelle mir eine Materialpolicy geben. Und da kann ich hingehen und kann unterschiedliche Materialien bewerten für mich. Und das kann ich einmal machen, wie wir es vorhin schon gehört haben, dass ich ein LCA, also eine Ökobilanz dazu
nehme oder ich kann mir verschiedene einzelne Footprints besonders raussuchen. Wenn ich sage, ich bewerte Baumwolle nach GNO-Aspekten oder Wasser und so weiter. Also da an der Stelle zum Beispiel macht es Sinn, eine Materialpolicy zu haben, um eine, als Designerin eine Grundlage zu haben. Genau, und diese Säulen kann ich dann entsprechend mit Indikatoren und kann mir eine entsprechende Roadmap erarbeiten. Da kommen wir gleich noch hin. Und das Ganze kann man dann, wenn man nochmal von oben drauf schaut, kann man auch nochmal wunderbar mit diesem Drei-Säulen-Modell Environment, also Ecology, Social und den Governance-Themen kann man da auch nochmal wunderbar hinterher bewerten und steuern. Dieses ESG ist heute Morgen auch schon gesagt worden, wenn wir später über Wertetreiber reden, wenn wir sagen, wie treibt sich der Wert einer Marke, dann sind wir tatsächlich heute schon an dem Punkt, dass beispielsweise in Aktiengesellschaften oder auch von Banken genau diese Nachhaltigkeitsbewertung eingefordert wird. In unserem Institut haben wir tatsächlich auch ein Tool entwickelt, wo wir dann diese 7 Aspekte in einem Spider darstellen können, sodass Sie Ihr Unternehmen dann betrachten können, nicht nur in der kaufmännischen, sondern in der Nachhaltigkeit. Bewertung. Genau, also auf dieser Reise hin haben wir jetzt also von ganzheitlicher Nachhaltigkeit gesprochen. Wir hatten den ersten Schritt, dass wir gesagt haben, ein holistischer Ansatz kann sinnvoll sein, um mir eine Definitionshilfe für Nachhaltigkeit zu geben. Und das Ganze lässt sich wunderbar in diesen 3 Säulen ESG auch nochmal darstellen, die übrigens heute über diese Matrix immer häufiger gebraucht wird, beispielsweise auch, wenn Sie eine grüne Knopfzertifizierung haben wollen. Da waren wir auch in der Beratungsphase, in der Erstehung des grünen Knopfs, eine kleine Klammer, sei mir erlaubt, haben wir da auch schon stark mit reingearbeitet, um da auch diese bisschen standardisierte Form zu haben. Genau, also das erste Zwischenfazit, was wir machen können, ist, dass es heute also eine ganzheitliche Unternehmensverantwortung braucht und dass wir also eben neben den Themen der Ökologie, Sozialstandards eben auch Corporate Governance Anforderungen brauchen. Und aber bitte da mein Appell, auch aus meiner eigenen Erfahrung, natürlich die Ökonomie nicht aus den Augen verlieren. Wir haben heute Morgen schon gehört, dass Nachhaltigkeit Spaß machen soll. Wir haben aber auch schon gehört, dass es in einen ökonomisch sinnvollen Prozess mit eingebracht werden. Und deswegen sind meine Appelle immer, wirklich sie anzuerkennen, dass Umsetzung von Nachhaltigkeit ein Prozess ist, wo ich mir Meilensteine setze. Und dann, ja, was ich meinen Studenten sehr häufig auch sage, ich habe beobachtet, dass wir Menschen immer sehr linear denken in Entwicklungsschritten. Das ist aber oft gar nicht so. Es sind oft so exponentielle Entwicklungen am Anfang. Fühlt sich so an, als ob noch gar nicht viel passiert. Und wenn ich dann aber bestimmte Grundlagen mir erarbeitet habe, dann multipliziert sich das und nimmt teilweise sogar einen exponentiellen Verlauf. Eine zweite Erkenntnis, die ich gerne mit in die Diskussion für heute geben möchte, ist tatsächlich, dass eine Betrachtung von Nachhaltigkeit immer eine Multi-Stakeholder-Betrachtung braucht. Also wir werden es jetzt gleich in den Slides danach dann nochmal anschauen, welche Multi-Stakeholder dann eine Relevanz haben. Frau Gerd, ich habe ein bisschen das Problem jetzt gerade, dass ich mir nicht gemerkt habe, wann ich angefangen bin. Und damit ich meine Geschwindigkeit anpasse, wenn Sie mir gerade eben schnell noch ein Zeichen geben, wann ich bis zur Diskussion durch sein soll, sorry. Oh, gar kein Problem, ich habe das alles im Blick. Also wenn Sie um 55, also um 2:05 durch wären, wäre es prima. Gut. Bis um 14 Uhr hätten wir locker Zeit. Wunderbar.
Genau, dann darf ich auf meiner Reise gemeinsam mit Ihnen dann weitermachen. Also hier einfach nur mal so zwei ganz schnelle Exkurse, die ich jetzt aber dann tatsächlich kurz mache, um aber einfach nochmal klar zu haben, dass Sie es heute in diesem Spannungsfeld nicht nur mit dem wichtigsten Stakeholder, Ihrem Kunden zu tun haben, sondern dass Sie es auch mit Nichtregierungsorganisationen, die Gesetzgeber kommen immer stärker rein, Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz und so weiter. Die bekommen also eine zunehmende Bedeutung und in diesem Spannungsfeld sind es natürlich dann auch unterschiedliche marktrelevante Themen, die für Sie dann ein Thema spielen können. Das hier einfach nur mal so als Impuls, so ein bisschen Anregung hatte ich ja eben schon gegeben über diese sieben Säulen, wo bei Arbeitsbedingungen ein Thema wie Kinderarbeit, Health and Safety mit reinpassen könnte, wo in der nachhaltigen Produktion würde eine CO2-Neutralität und so weiter. Das sind einfach nur mal so exemplarische Beispiele. Wie gesagt, diese Matrix, die wir eben hatten, kann uns das sehr gut sortieren. Genau, und dann wurde ich auch gebeten, jetzt einfach mal so exemplarisch das für die Wertschöpfungskette Textil zu benennen. Und da sehen wir, dass wir da natürlich uns auch die gesamte Wertschöpfungskette daneben anschauen müssen und haben in den unterschiedlichen Blöcken, haben wir dann unterschiedliche Betrachtungen und Gewichtungen. Also bei der Fasergewinnung, da hatte ich eben das Beispiel Baumwolle schon gebracht, in der Veredelung dann weiter, in den sogenannten Nassprozessen, das können Sie sich bildlich vorstellen, da passiert natürlich ganz viel im Bereich der Ökologie, Human- und Umwelttoxikologie, welche Farbstoffe setze ich ein, welche Abwasserregelungen habe ich, welche Energieverbräuche, wie kann ich das optimieren und so weiter. Konfektion hatten wir darüber gesprochen. Und dann aber bitte gucken, dass aus diesem linearen Bild dann möglichst ein Kreislauf wird. Und da sind wir ja im Thema heute ganz stark präsent, dass wir sagen, wenn wir uns am Anfang da schon Gedanken machen, dass wir eben nicht dieses End of Life sozusagen in der negativen, sondern in der positiven Form über die verschiedenen Recycling Loops beispielsweise haben. Genau, und das Ganze geht dann vom Gesetzgeber, wird uns das ja dann auch nochmal nahegelegt, also das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was sich sozusagen in gesetzliche Anforderungen, die wir ja schon haben, dann auch nochmal verschiedentlich einbettet, wie wir sie hier sehen, was dann praktisch so auf der Ebene der Sozialstandards, der Umwelt und auch hier wieder dann mit den verschiedenen Governance-Anforderungen, also dass Sie das in bestimmte Unternehmensregelwerke mit einbetten. In so einem Kontext können Sie dieses Bild sehen. Ich gebe Ihnen ja jetzt heute in der Kürze der Zeit nur ein paar Impulse und will die dann gerne immer zusammenfassen mit ein paar Statements und würde dieses Thema Nachhaltigkeit, was aus meiner Historie tatsächlich vom Push-Pull sich in der Drehrichtung oder in der Aktionsrichtung tatsächlich umgewandelt hat, dass wir also früher da so eine lästige Notwendigkeit gesehen haben, dass aber eine Unternehmensverantwortung heute eben auch sehr stark etwas damit zu tun hat, dass sie den Wert treiben. Da wäre aber mein Appell für Sie in den Unternehmen immer, schauen Sie, dass Sie agieren und nicht reagieren. Also gehen Sie tatsächlich diese Schritte zurück, machen Sie für Ihr Unternehmen diese Konzepte, gehen Sie auch grundsätzlich ran und geben Sie den einzelnen Bereichen dann auch eine Klarheit über eine individuelle Definition. Und akzeptieren Sie dann ruhig, dass Sie hinterher Meilensteine haben, sobald Sie eine Roadmap haben, sobald Sie Meilensteine haben, wird diese Sache
extrem effektiver und nachvollziehbarer, wie wir vorhin auch schon hörten, mit Key Performance Indikatoren unterlegt, denn eben auch wird Nachhaltigkeit managbar. Ja, Nachhaltigkeit managbar würden wir in dieser Form machen, dass wir sagen, eben dieses brandspezifische Nachhaltigkeitskonzept, das dann in eine Strategie umgesetzt wird. Also Strategie nach meiner Definition ist die Umsetzung eines Konzeptes mit verschiedenen Ressourcen wie Zeit, Geld, Human Resources, wie es da steht. Und dann ist natürlich ganz wichtig, das machen wir bei uns im Institut auch, deswegen ist dieser Subtitle angewandte Nachhaltigkeit für uns wichtig. Es muss also in die entsprechenden Strukturen integriert werden und dann muss es natürlich nochmal ganz, ganz wichtig mit Schulung und Wissensaufbau unterstützt werden, um gegebenenfalls auch Widerstände im Unternehmen abzubauen oder um auch eine Kommunikation zu verbessern. Frau Gerhard, ich komme dann tatsächlich zum Schluss. Die 20 Minuten waren für mich ein schneller Flug. Ich würde gerne mit einem letzten Slide meinen kurzen Impuls beenden. Und zwar mit diesem Statement, Nachhaltigkeit ist ein Wertetreiber. Das können wir tatsächlich aus der Praxis bestätigen. Die Potenziale, die Nachhaltigkeit Ihnen heute geben, sind wirklich vielfältig. Das geht los bei einer Mitarbeiteridentifikation, es geht los bei bestimmten Risikoeinschätzungen, ob es Minimierung sind, Stakeholder-Dialog sind, aber auch natürlich irgendwie um Ihre Marken entsprechend auszuartikulieren. Oh, Punktlandung, hätte ich jetzt gesagt. Das hätte ich auch gesagt. Vielen, vielen Dank, Herr Heimann, für die Impulse. Dann haben wir tatsächlich Zeit für ein Q&A. Also sehr gerne Ihre Fragen an den Herr Heimann hier in den Chat reinschreiben. Die erste Frage ist, Sie haben anfangs von Schulungen gesprochen, die Sie mit der Stiftung machen. Welche Art von Schulungen planen Sie denn für nächstes Jahr und wie kann man auch selber daran teilnehmen oder für wen ist dieses Programm? Genau, also wir machen einmal natürlich unternehmensindividuelle Schulungen. Den Tipp, den ich Ihnen aber geben darf, schauen Sie mal auf der Maxtex-Seite. Max von Max Havala und Tex, Maxtex als Wortspiel. Da gibt es die sogenannte Maxtex Academy. Da ist das Programm oder wird gerade das Programm fürs nächste Jahr gerade geschrieben. Und da gibt es also tatsächlich genau diese Schulungen zum Lieferketten, zum Materialentwicklung, zum Thema Sozialstandards umgesetzt in die Praxis, zum Thema Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette, aber auch zum Thema Transparency. Und also all diese Punkte, die ich jetzt ja einfach nur mal so kurz antriggern konnte, da sind unter anderem die Kollegen von Scholz & Friends, die neben anderen Instituten und Vortragenden auch. Da wird ein ganz tolles Programm gemacht. Das wird im nächsten Jahr dann auch wieder hybrid. Also es wird garantiert viel digital dann auch sein. Ja. Okay. Sie hatten eben diese schöne Tabelle aufgezeigt. Da ging es auch nochmal um die Generation Generation Y. Wie sieht das aus? Also Nachhaltigkeit ist ein Wertetreiber, haben Sie gerade gesagt. Mhm. Und nehmen Sie das auch wahr bei sich, dass sozusagen zukünftige ArbeitnehmerInnen da auch sagen, ist es mir wichtig, für welche Art von Unternehmen ich arbeite? Ist es mir wichtig, dass ich in einem Unternehmen, ich sage jetzt mal, mit Sinn arbeite? Absolut, total wichtig. Also es ist ja für Unternehmen heute schon auch eine Herausforderung, wirklich gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu bekommen. Und ich finde es völlig legitim, wenn junge Leute sich Unternehmen angucken, nach Standort, nach Optionen, auch nach Verdienst. Das ist auf der einen Seite total legitim. Auf der anderen Seite nehmen wir ganz stark wahr, dass die Menschen sich auch mit dem Unternehmen, mit Unternehmenswerten und auch deren Produkten dann auch identifizieren wollen. Und von daher wird das ein immer stärkerer Treiber, ganz klar wahrzunehmen. Und so wie
Frau Tischner vorhin auch schon sagte, kann ich auch nur bestätigen, auch für unser Institut. Das ist bei den Unternehmen komplett angekommen. Also es gibt zwei Megathemen, die wir gerade wahrnehmen. Das eine ist IT und wo wir heute sprechen, eben das Thema Nachhaltigkeit. Wir erleben das also sehr stark, dass die Unternehmen, aber genau mit diesen unterschiedlichen Intentionen auch, die wir eben in dem Schaubild hatten. Nehmen Sie weiter. Ja, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Herr Heimann, Sie sind auch später um kurz nach drei voraussichtlich bei der Talkrunde dabei. Da können wir das Gespräch auch gerne nochmal fortsetzen. Aber auf jeden Fall schön, dass Sie uns diese Impulse gegeben haben und schön, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank. Ja, habe ich gerne gemacht. Dankeschön. Und dann freue ich mich gleich auf die Diskussion mit Ihnen.